Hallo Welt, da sind wir. Hier mit der neuen Serie Metro Exodus. Und wir starten ein neues Spiel. Wir sind Leser, einfach, wir sind normal. Möchtest du zuvor gespeicherte Spieldaten wirklich überschreiben? Alle bisherigen Spielfortschritte gehen dann verloren. Eingabe okay. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden.
Und da sind wir mitten im Tutorial. Und ich kann dazu sagen, ich habe den Titel schon angetestet, wie man gesehen hat. Wir haben den alten Speicherstand ja überschrieben. Ich habe nur mal geguckt, ob das mit dem Sound und mit der Qualität alles so hinhaut, mit der Aufnahme. Ja, das klappt. Es hat ein wenig geruckelt, aber die Aufnahme ist ruckelfrei größtenteils. Also von daher steht einem Let's Play eigentlich kaum was im Wege, außer dass der Titel scheinbar doch ziemlich gruselig ist. Ich sage dann gleich Bescheid an der Stelle, an der ich dann quasi blind spiele. Also den Anfang hier, den habe ich schon gesehen, zumindest so halbwegs. Ich bin hier mehr oder weniger durchgerusht. Ziemlich schnell durchgegangen, um zu sehen, ob das eben läuft. Und ja, das tut es. Ich werde nachher auch ein bisschen was am Ton einstellen. Ich merke gerade, dass das Mikro wieder runtergedreht wurde. Aber ich denke, so fürs Tutorial wird man mich schon verstehen können. Und dann in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge wird es dann hoffentlich etwas besser. Wir können ein Feuerzeug einschalten, genau. Das werde Licht. So, eine Taschenlampe haben wir auch über F. Ja, hat hier denn keiner aufgeräumt? Das sieht ja alles nicht so schön aus hier gerade. Unordentlich. Oh, leuchtende Pilze. Für eine leuchtende Pilzsuppe. Ja, okay. Wie gesagt, es ist jetzt scheinbar noch so ein bisschen das Tutorial. Und ich fürchte, ich habe mich schon verlaufen. Ah, hier ist eine Tür. War die gerade auch da? Na, haben wir hier... Ah ja, ein E. Oh, Munition. Der arme Kerl hat's überstanden, okay. Spinnen! Okay. Ich habe kein Problem mit Spinnen. Oh, was war das? Was ist das? Was war das? War das eine Spinne? Das war neu. Okay, unser Magen knurrt. Okay, wir haben Hunger, wir müssen uns etwas beeilen. Ich glaube, das war eine Spinne. Das habe ich aber vorhin nicht gesehen. Im Test. Das Lachen ist ansteckend. Moment. Wir sollten vielleicht das Feuer wieder ausmachen. Scheinbar ein Zippo. Okay, keine Panik, liebe Welt da draußen. Ich bin ja mit dabei. Ich laufe ja auch hier durch. Wir machen das schon. Ja, und wie man es kennt von mir, ich werde natürlich kaum eine Ecke auslassen können. Allerdings könnte es auch mal Gegner geben, die einen dazu anhalten, etwas schneller hier durchzu rennen. Und wir können keine... Oh, Glocken. Ah, Spinnen. Ja, keine Angst vor Spinnen. Was habe ich gerade gesagt? Spinne im Haus bringt Glück. Oh, und das meine ich auch so. Ich sag doch eh! So ein hässliches Ding! Das war keine Ratte! Oder zumindest nicht mehr.
Ich glaube, da kommen noch mehr. Können wir nachladen? Ja, wir können. Schnell! Die Dinger sind schnell! Schnell tot zu kriegen. Okay. Das ist alles zum Warmwerden noch, glaube ich. Aber hier, damit habe ich schon rumgespielt. Das kann man machen. Licht an, Licht aus. Wehe hier. Aua. Ja, ich muss sagen, das läuft jetzt wesentlich, wesentlich flüssiger als vorhin im Test. Da war vor allem die Bewegungsunschärfe, die mir doch sehr zu schaffen gemacht hat. Oh. Das habe ich gar nicht gefunden vorhin. Oh. Ratte. Keine Angst vor Ratten, auch wenn sie ein Fell haben. Ist gar nichts Gruseliges dran. Ja, ich höre eine Kirche. Das ist ein gutes Zeichen. Zivilisation, liebe Welt da draußen. Zivilisation. Scheint hier ganz schön kalt zu sein. Hey. Lass das. Ja, wir sollten dem Geräusch folgen. Mitnehmen. Nicht verkrampfen, ganz locker, ganz entspannt, wie beim Zahnarzt. Wow. Wir versuchen doch mal schnell hier durchzugehen. Das ist das, was ich meinte. Irgendwie wird man doch manchmal dazu... Nein. Mach das zu. Bleib draußen. Du mit deinem Auge. Wie gut, dass wir das Messer haben. Hör auf! Lass das! Noch so ein Ding. Da! Die Telepathen haben jemanden in Bayosha! Telepathen! Schlag zu! Ey! Ich ehe doch schon so schnell ich kann! Helft mir rauf! Ich bin gestürzt und komm nicht mehr in die Höhe. Helft mir! Halte durch! Wir holen dich da raus. Holt mich raus! Raus! Arthur, was zum Teufel? Er ist verletzt. Komm schon, Artyom. Bleib bei uns. So schlimm haben sie ihn doch gar nicht erwischt. So schlimm. Achtung, Leute. Oh, sieh nur, der Held. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht, aber keine Sorge. Alles klar, ich habe aufmachen! Den gesagt, dass Sie ihn erwarten. Los! Sollen. Da kommt nicht mal nach. Offenbar hat Artyom wieder so einen irren Ausflug nach oben gemacht. Armer Junge, er hat bei D6 wohl eine Explosion zu viel abbekommen. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz! Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder.
Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Atjom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Da bist du ja, Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Atjom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Wir haben Füße. Da unten. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Keine Medikamente für uns? Oh, Moment, hier war was. Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen. Naja, nicht jeder. Ja, das hat ganz schön gedauert mit dem Licht, bis ich rausgefunden habe, dass man das nur ein- und ausschalten kann. Bis jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Was glaubst du, wie lange das noch so weitergeht? Wie viele Kinder gibt es in der Station? In der ganzen Metro? Wer wird hier in 10 Jahren noch übrig sein? In 10 Jahren? Wir können von Glück reden, wenn wir halb so lange durchhalten. Keine Antibiotika, keinen Faden zum Vernähen. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere besten Kämpfer unnötige Risiken eingehen zu lassen. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner verstrahlt wie Artyom wieder nach unten kommen und die Faschisten irgendwas versuchen? Genau deshalb gehen die ja nach oben. Sie wissen, dass wir nicht alles lösen können, wenn wir uns hier verkriechen. Die Vorräte gehen zur Neige. Wir sind weniger und die Mutanten mehr geworden. Und die werden tagtäglich immer größer, stärker und schlauer. Über kurz oder lang machen die uns platt. Klar, wir können sonst nirgends hin. Aber vielleicht gibt es da oben etwas, das uns hilft. Ich weiß nicht, was so wertvoll sein soll, dass sie ihr Leben derart aufs Spiel setzen. Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6 irgendeine Geheimkarte gefunden, die zu einem Lager führt. Zu irgendwas, das uns rettet. Keine Ahnung. Hallo. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern?
Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. Ja, danke. Und ich habe mich gerade hier so umgeguckt, weil... Ich weiß nicht, was so wertvoll sein soll, dass sie ihr Leben derart aufs Spiel setzen. Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6 irgendeine Geheimkarte gefunden, die zu einem Lager führt. Zu irgendwas, das uns rettet. Keine Ahnung. Ich bezweifle, dass es da draußen eine magische Rettung gibt. Was hätte über all die Jahre an der Oberfläche überleben sollen? Die einzige wirkliche Lösung wäre die totale Evakuierung. Aber wohin sollten wir gehen? Was schlägst du also vor? Ich würde sagen, wir bringen uns einfach selbst um. Ja gut. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass wir vorhin im Testdurchlauf hier überall Bücher gefunden haben. Die habe ich diesmal gar nicht gesehen. Hinweise, Bücher. Kommt vielleicht noch, hoffe ich. Oder ich irre mich da. Also Bücher, die man mitnehmen konnte und in denen dann Tipps waren. Hey. Onkel Artyom, keine Sorge, ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Na klar. Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Ach, das wird schon. Irgendwie scheint das diesmal anders abzulaufen als beim letzten Mal. Die hat viel mehr geredet, meine ich. Und der Junge übrigens auch. Naja, aber wie gesagt, manchmal meint man das auch nur. Ich habe das auch nur ganz beiläufig getestet, so. Ja gut, dann gehen wir eben weiter. Hier gibt's übrigens da so Energie, Rattenenergie. Zwei sind da drin sogar. Für die doppelte Ladung Energie. Ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, meine Herren. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Alte. Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Wir kommen da. Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja, yeah. Oh, also ganz auf mich jetzt. Ja, also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom. Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln.
Na los, wechsel deinen Filter. Hast du nicht schon genug Zeit im Krankenlager verbracht? Ja, ich überlege mir gerade. Ich glaube, ich würde hier auch versuchen abzuhauen. Das ist ja nicht so schön hier. Naja. Wenn man hier aufgewachsen ist. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Rest der Welt, hm? Ich musste einen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Oh. Ja, ich glaube ja nicht, dass hier sehr viel zu holen ist. Also hier werden die Leute doch mit Sicherheit schon gewesen sein. Wir gucken lieber mal unten nach. Lecker Bier. Ja, wenn es hier Bilder von Bier gibt, dann finden wir vielleicht später auch noch irgendwo eins. Ja, das treibt uns an. Oh. Wir haben ja Licht. Was ist das? Ein Mülleimer? Ein Aschenbecher oder so? Moment, bei mir piept's. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Vorsicht! Zumindest hat es gehalten. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Ich gucke hier noch. Schalte das Licht aus. Hast du das gehört? Schon wieder. Vorsicht. Aua! Hey! Noch einer! Alles klar bei dir? Ach, diese Augendinger. Naja, klar. Vermutlich haben sie gehört, wie wir vom Dach herunterkamen und dann beschlossen, uns anzugreifen. Die Mistviecher werden immer schlauer. Echt? Lass uns einen Gang hinlegen, die ganze Gegend weiß. Die ganze Gegend weiß, dass wir hier sind. Ist das gut oder vielleicht findet man uns dann besser? Das waren doch mit Sicherheit die einzigen Ratten, die es... Hat sie Ratten gesagt? Das sind doch keine Ratten. Hab ich Ratten gesagt? Ich glaube, ich habe Ratten gesagt. Oh mein Gott, ich höre mir schon selber zu. Oh nein, hier waren wir schon. Moment. Oh nein, nicht schon wieder. Halt, wo bist denn du? Lass mich nicht allein. Ich muss Tee drücken und ich weiß nicht, ob ich noch genug Tees habe zum Drücken. Das ist aber hier total unordentlich. Warum hat denn hier niemand aufgeräumt? Ihr seid so lange hier. Wie lange sind wir eigentlich hier? Eis? Nein, das ist irgendwas für die Augen. Was?
Die Lampe ist leer. Ich mach das einfach mal mit dem Tee. Aha, so, bei Leichen findet man also tolle Sachen. Hey. Niedlich. Ganz schön groß waren die Menschen damals. Du bist einfach ohne mich gegangen. Dabei bin ich schon so schnell. Okay, ich weiß, du möchtest, dass wir hier runtergehen. Wir lassen sie einfach alleine gehen, unsere Frau. Hast du das gehört? Der ist nämlich umgekippt da vorne. Das war total gruselig. In der Testaufnahme. Der da saß gerade. Das war voll gruselig. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Das ist gut. Und gute Information. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Ach so, ja dann. Stopp. Das Rudel ist hier. Verwandeln wir diesen Ort hier jetzt in ein Blutbad oder lassen wir sie ziehen? Wir lassen sie ziehen. Sie tun uns ja nichts. Anscheinend waren das alle. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und das war ein echt großes Rudel. Wie kommt's eigentlich, dass die uns nicht bemerkt haben? Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Das läuft irgendwie anders ab, liebe Welt da draußen. In der Testaufnahme sind sie von da nach da drüben gerannt. Und nicht uns entgegengekommen. Wer hat denn da oben seine Hosen aufgehängt? Oh, das geht aber schnell. Hoffentlich haben wir genug davon. Von diesen Filtern. Ja genau, es war auch windiger, Mann. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Abgemacht. So machen wir es. Zu hoch. Hey, Atjom, hilf mir da hochzukommen. Scheiße! Komm schon hoch! Ich hab dich! Ungeschickt. Hast du das gehört, Atjom? Gab's endlich mal einen Schneesturm? Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Krass zum... Atjom, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ein Zug? Ein Zug! Ein verdammter Zug an der Oberfläche! Wo? Ja, hinterher. Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Wow. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Hey, na los! Und komm, komm, na los, komm rein! Aufgelesen. Eins davon ist die Tochter des... Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen.
Tja, dafür wird Papa Ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Ihr zwei, raus! Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Oh. Oh nein. Oh nein. Idiot. Er hätte nicht sterben müssen. Lass uns gehen. Müssen wir das auswechseln vielleicht? Hey, steh auf! Steh auf! Du, steh du auf! Können wir treten? Nein. Warum sollen wir sie treten, wenn sie am Boden liegen? Keine Waffe? Ach, hier haben sie die alle runtergeworfen. Hey, Moment mal, das sind gar keine Steine. Das ist ja was ganz anderes, was hier rumliegt, so. Okay. Oh, da hockt einer. Der hat auch nichts für uns. Medizin. Gleich besser. Neue Notiz. Zerknüllter Brief. Seriosha, wir haben es geschafft. Ihr könnt fast bis nach Ramenskoje fahren. Haltet euch nur von der Autobahn fern, denn alles ist durch Schrott blockiert. Und von dort müsst ihr natürlich laufen, zumindest über die Ringstraße. Dort ist alles gut. Die Typen, die sie dort in der Armee haben, sind gesund wie Stiere. Sie bringen uns zu einem Filtrationslager, aber ich glaube nicht, dass sie uns lange dort lassen. Maximal ein paar Tage, dann suchen sie uns Arbeit. Ich habe schon gehört, wie die Wachen darüber sprachen, dass sie zu wenige sind. Ehrlich, lasst dort alles stehen und liegen und kommt her. Ich mache hier alles klar. Ich schicke diesen Brief ab, sobald ich kann. Papa. Also doch, wir finden Hinweise. Oh, hoppla. Ich weiß nicht, ob das Glas sauber wird oder ob wir den Schmutz nur verschmieren. Wenn wir hier so rumschmieren. Ach so, was war denn mit Papa? Oh, Moment, Moment, Moment. Der kommt nicht mehr nach Hause, oder?
Nö, der ist hier. Der hat den Einkaufsbeutel da und für uns keine Munition, keine Waffe und nichts. Ach, dieses Wasser hier, immer. Ich höre doch einen Zug. Ach so. Uah. Vorsicht! Das sind gar keine Vögel, das sind Fledermäuse. Zum Glück haben wir noch einen Filter. Das ist vielleicht der letzte. Ich möchte nicht durch das Wasser und dann wieder wischen müssen. Interessant ist es ja, aber oh. Da ist doch was hochgesprungen, oder meine ich das nur? Ich sehe schon, wo das hinführt. Oh oh, das Licht ist aus. Können wir atmen. Ah, okay. Hast du eine Waffe? Hey, steh auf. Können wir hier am Rad drehen? Unserer Lampe. Die verdammten Telepathen sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Hey, was war das für ein Geräusch? Oh, hier. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Die haben eine Drehscheibe hier. Da steht nur einer, oder? Ach nein, da oben ist noch einer. In so einer Welt möchte ich ohne Waffe nicht rumlaufen. Geht das jetzt so weiter? Werden wir nie wieder eine Waffe bekommen? Stinkstiefel! Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere! Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Ein Mutant? Nein! Ein Telepath! Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich. Bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite.
Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Ah. Hast du keine Waffe? Du bist doch Gefangener hier. Warte! Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Okay. Schalte das Licht aus. Oh, Sherlock, ist dein Anfall jetzt vorbei? Hey, was zum Teufel ist hier los? Das ist wieder die verdammte Sicherung. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Ducken und keine Geräusche machen. Die sollen mal nachgucken. Bleib da an der Wand. Ah, bist ja wieder vernünftig geworden, Yarmak. Also kannst du deinen Kopf doch noch benutzen. Jawohl, komm schon. Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Yarmak, was dauert da so lange? Ja, liebe Welt da draußen, bis hierhin und nicht weiter habe ich getestet und ab hier weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Das heißt, eigentlich bin ich da unten gestorben, weil ich versucht habe, mir das Gewehr zu holen von dem Soldaten. Hätte auch fast geklappt, wären die anderen Soldaten nicht aufmerksam geworden auf uns. Wir können nämlich sowas hier. Oh, Moment, jetzt geht's nicht. Wir können so einen Angriff machen von hinten, so eine. Wir schnappen seinen Kopfangriff. Na los, Bewegung, du alter Sack. Du musst ihn ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Ich versuch's. Du weißt nicht, ob das klappt. Was murmelst du darum? Mach das Licht aus. Licht? Da ist einer. Oh, du bist das. Jetzt gibt's Ärger. Auf geht's. Aua. Hey, hey. Ich muss doch erstmal gucken, was wir da machen. Oh nein. Vor einer Minute? Naja, das geht ja noch. E halten? Ach so. Warte. Du musst ihn ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Oh, ich kann nicht mehr vorwärts, doch. Mach das Licht aus. Auf geht's. Und du sagst das so einfach. Wer bist denn du überhaupt? Kenn ich dich? Kennen wir den? Warte, warte einen Moment. Warte. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Können wir nichts werfen? Klasse. Und jetzt werfen. Wohin denn? Wo? Wer? Du zeigst gar nicht, wo... Die Geräusche lenken ihn ab. Gut gemacht. Ach was. Auf geht's. Komm. Und du bist ja drauf. Geh durch, na los! Viel Glück. Hey, hast du was zu essen? Ihr beide hättet ein paar Patschenhiebe bekommen und wärt dann wieder zu Miller gebracht worden.
Warum musste dieser Idiot seine Nase da reinstecken? Hm? Du hältst besser die Klappe, wenn du nicht auch eine Kugel abkriegen willst. Sei still! Okay, mehr erfahren wir wohl nicht. Wer zum Teufel bist du? Nicht schießen. Psst, psst, psst. Seid ruhig. Psst, die hören das doch. Nicht schießen. Haben wir einen Schalldämpfer? Fatian, mein Gott, du lebst. Du auch. Bist du verletzt? Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen. Ja. Ich wundere mich auch gerade. Hey, lass das. Hey, oh nein, bist du verrückt? Weißt du, wie viele da draußen sind? Keine Bewegung. Das macht total einen Krach. Aber ich glaube, die Maschinen sind hier auch laut. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht. Was sind das alles für Geräte? Moment mal. Amtliche Mitteilung. Ausgangsnummer 253.11-2. Streng geheim. An Oberstleutnant Ryleigh, Leiter des Nachschubs. Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehend kann ich berichten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der äußeren Störsenderstation am 1.02. bei 4.786 Leuten liegt, von denen 3.857 der Spezialwache angehören, die mit zusätzlichen Mitteln zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsmitarbeiter und 206 sind leitendes Personal. Stellvertretender Leiter der Spezialabteilung, Major Stroin. Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Wortabschaltung eingeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Erzähl doch weiter diesen Quatsch. Ja, du musstest ja unbedingt so einen Krach machen. Ja. Hast du das gehört, Atyom? Was denn? Die haben uns ausgeschaltet hier. Also die... Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Ja. Guck, grüne Punkte, wir sind rot. Da draußen ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Ja, tatsächlich, da ist ja noch viel mehr. Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind kann... Hat er gedrückt? Die Waffen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm! Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Moment. Ja, ich hätte mir das alles merken sollen. Ich hoffe, das sind alles Orte, die wir bald besuchen. Was ist hier? Haben die hier liegen gelassen? Hey, mit Schalldämpfer! Genial! Wir müssen raus, bevor sie sich erholen! Hey! Buttermesser? Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind auf. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermok, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zum Gottwill bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Hey. Lauf! Was ist... Ach so. Kalt. Atyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atyom. Ach, das ist das. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Hey, was ist mit mir? Da ist der Feind in sich! Was? Wieso? Es geht los, ich gebe dir Deckung! Nimmt sie mich nicht mit? Warum? Naja, wie soll sie uns da raufziehen? Naja, ich dachte mit ihren Bärenfrauenkräften. Wer bist du? Freund oder Feind?
Das klappt nicht mit dem Nahkampf. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Ich bin tot. Nein. Wie war das mit dem Nahkampf? V drücken? Mhm. Ja, das bekommen wir schon hin. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Also wir sollen scheinbar nicht darauf. Das ist doch keine Anzeige für meine Sichtbarkeit. Das Ach ist doch. Komm, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Sollen wir den schießen? Es geht los, ich geb dir Deckung. Nimm das. Ich komme hier nicht rum. Ach so. Ich hab ein Loch. Ich muss hier. Ich hab keine Munition, okay. Was passiert hier? Halt die Luft an! Halt die, geh doch weiter, 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 weiter! Da vorne ist doch eine Maske! Was ist denn das Grüne? Das würde ich ganz gerne einsammeln. Ich weiß, wo wir jetzt standen gerade. Halt, 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 halt! Box ihn, box ihn, box ihn, box ihn! Okay. Ja, geht das jetzt so weiter oder verstehen wir einfach den Sinn des Ganzen nicht? Ich glaube, wir verstehen das ganze Spielprinzip nicht so ganz. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Ja, jetzt ist doch gut!
Ich dachte, das ist. Wir wollen gucken, wie das hier weitergeht. Dann hör doch auf, immer das Gleiche zu erzählen. Ach so. Wir müssen das richtig machen. Haha, ist das. Ich muss hier gleichzeitig die Steuerungstaste gedrückt halten und die Waffen wechseln. Geht doch. Das Ding ist schon wieder kaputt. Einer weniger. Ach so. Ja, das muss man mir doch auch sagen, dass ich sowas drauf habe. Oh Mann, wir werden nachher nichts mehr sehen. Alles ist voller Panzerband nachher. Okay, wenn ich Knöpfe sehe, die ich drücken kann, dann drücke ich sie auch. Suppe. Noch einer weniger. Das ist das gleiche Gewehr. Okay. Aber was ist er? Er ist rot, das ist nicht gut. Was ist? Was ist los? Hab ein. Ja, der sah aber noch lebendig aus ein wenig. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Artyom! Der Hangar ist gleich da vorne. Wir könnten es schaffen. Unbefugte sind auf der Stellung, Artyom. Gute Arbeit, Artyom. Das Personal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Zerknüllte, Moment. Was haben wir denn alles noch nicht? Die Patientenakte haben wir übersehen. Artyom Shion, geboren am 31.03.2009. Blutgruppe AB 4 RH plus, eingewiesen am, ach komm schon, es ist das dritte Mal. Diagnose, rezidive Strahlenkrankheit, leichte Form. Ungefähre Dosis 1 bis 1,5 G, Prognose günstig. Behandlung, Bluttransfusion 0,5 K, dreimal pro Woche. Kalii Iodium oral, Bettruhe und mindestens ein Jahr lang nicht an die Oberfläche. Okay, das haben wir gelesen. Staubiges Tagebuch, haben wir das nicht schon gelesen? Staubiges Tagebuch vom 6. Juli 2013. Zu spät.
Shura ging los, um Lebensmittel einzukaufen und ich wollte gerade den Stuhl auf den Balkon rollen, um etwas frische Luft zu schnappen, als die Zivilschutzmeldung kam. Die Leute draußen rannten alle irgendwo hin. Raketen im Anflug. Blitze. Sie haben mich sogar bei geschlossenen Vorhängen geblendet. Ich sehe immer noch überall grüne Punkte. Ich hoffe, Shura hat es in die Metro geschafft. Und wir haben eine Einkaufsliste. Tolik, wenn du diesen Buchladen findest, dann suche nach diesen hier. Leitfaden für Funkamateure von 1970. Funk für Teenager von 1979. Das Funkgerät im Eigenbau von 1955. Wie man einen einfachen Empfänger baut von 1950. Funkempfang, einfache AM-Empfänger 1967 und Funk... Moment, wir können das Mausrad benutzen. Funk in den ländlichen Gebieten von 1963. Funk im Feld 1964. Mehr brauchen wir nicht. Es gibt ohnehin keine Bauteile. Daher müssen wir unsere Bleistiftminen und leere Blechdosen benutzen. Oh, ja. Den zerknüllten Brief, den haben wir aber schon. Oder... Papa, ja genau. Amtliche Mitteilung haben wir auch schon, aber das Memo sollte neu sein. An das gesamte Personal der Spezialwache des Projekts Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache bei ihrer Arbeit zur Verhinderung, dass die Feinde ihr Ziel erreichen, unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken Sabotageakte auszuführen. Aus diesem Grunde müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich. Der Verteidigungsrat, ach so. Und nur die Maske abnehmen. Das Türsystem wird wieder hochgefahren. Maske abnehmen? Jetzt müssen wir Yamak finden. Die Lok ist hier. Atjom, die haben Yamak. Wir müssen näher ran. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Wo ist denn die Lichtanzeige? Atjom, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Bewacht irgendwer Yamak? Das ist hier zu hell. Kriegen wir den da? Wie werfe ich denn das Messer? Wie war das mit der Dose? Was war das? Oh, wir haben den Filter gewechselt. Ausgerechnet jetzt mussten diese Mistkerle angreifen. Dann stecke ich hier mindestens noch eine weitere Woche fest. Dabei bin ich schon über einen Monat hier und ich fühle mich echt beschissen. Der dreht sich nicht zur Wand. Wie kann ich das Messer nochmal werfen? Transfusion am Arsch. Die ist für Offiziere. Wir kriegen nur Jod. Vor, du wärst am Meer und bist Auster. Welches Meer?
Ich komme hier nicht durch. Sie haben dich bemerkt. Ich gebe Feuerschutz. Fest. Ich höre Musik. Das ist aber dunkel. Wenn ich daran denke, dass YouTube dann auch noch mal ein bisschen nachdunkelt, dann sieht man ja gar nichts mehr. Eine Leiter sollte hier irgendwo sein. Habe ich das richtig verstanden? Die haben doch auch alle Gasmasken. Können wir keine bessere Gasmaske uns? Wer sieht mich? Ins Knie geschossen. Seine Abenteurertage sind gezählt. Die Wachen werden uns nicht gehen lassen. Wir müssen uns also zuerst um sie kümmern. Junger Mann, hier wimmelt das vor Wachen. Die müssen erledigt werden. Ich kann dich nicht losmachen. Kümmere dich um die Wachen. Ich habe keine Option, um dich loszumachen. Ich komme später wieder, ja? Dass sie das wenigstens immer ankündigen. Ich sehe den Feind! Ich sehe den Feind! Alles klar. Echt? Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Oh, geht doch. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. Fährt dein Zug? In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Wir nehmen den ich Zug. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geh da hoch und schalte den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Jetzt tu mal nicht so, als ob das deine Idee gewesen wäre. Ich habe gesagt, wir nehmen den Zug. Geh doch, geh doch. Okay, schon. Oh, wir gehen nicht. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir!
Moment mal, wie war das? Dahinter bleiben wir in Deckung? Okay. Geht nicht. Ich muss dahin, glaube ich. Oh oh. Können wir uns auch hinlegen? Schalte sie ein. Nein, Moment, ich habe hier was gesehen. Das kann man aufmachen. Siehst du? Da findet man schöne Sachen drin vielleicht. Was machen wir? Oh, was ist denn das? Uns rennt die Zeit davon. Ich habe hier irgendwas Komisches in der Hand. Warte mal. Okay. Habe ich das Ding dann hergehabt? Was war das? Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Ich sehe ihn! Wir haben alle Toten! Oh nein, was machen wir nur, wenn sie nicht mehr dabei ist? Kap den Generator! Was machen wir denn jetzt? Ganz oft sterben wahrscheinlich. Fest. Oh nein, Feuer! Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu sehen. Aber es fiel. Ihr sagt immer, schnappt sie dir, aber ich sehe hier nichts. Bist du von uns? Ich fahr weg. Lass mich da rein. Ich hab keine Deckung. Hilf mir, Atjom. Was hast denn du? Lass uns das gemeinsam machen. Ach, endlich können wir doch mal am Rad drehen. Ein bisschen. Ja. Halt, 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 der haut ab. Der haut ohne uns ab. Tötet sie! Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lauf, 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 lauf. Ja. Nein. Sie wollen das Tor rammen! Setzt die Masken auf! Die Dichtungen könnten beschädigt sein! Bekomme ich eine neue Maske?
geschafft! Ja! Echt? Oh. Oh, 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 oh! Werf das zurück! Werf das zurück! Oh nein. Wir haben den Zugführer mit zwei Konflikten festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Verhelft uns! Anna, was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt überraschend. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeistest für sie? Die Mistkerle haben auf Atjom geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben setzen sich Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann die Klappe Frauen, halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis und Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier dann. Also gut, Spartaner. Werft die da über Bord und dann voll dann voraus. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Naja, ich weiß nicht. Meine Maske. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die Gesellschaft. Verdammt! Sie haben uns eingeholt! Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Ich wollte gerade sagen, das sagen die nur, weil sie keine andere Option haben, aber ich glaube, sie haben doch. Das war nur eine Warnung. Wenn sie nicht Folge leisten, werden sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Und sie können sie. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und dein Scheiß. Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh, Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein okay, Kratzer. Okay, wir halten an. Aber ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ah, endlich etwas Spannung. Jetzt bis zum Halt weiter drin. Granaten werden Ihre Lok kaum ankosten, also. Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Ich? Aber ich Warum weiß... Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ja sicher, was bin ich denn? Ich werde Sie derweil ablenken. Bekomme ich Waffen? Was ist das? Sie den Scheiß Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Hier schon.
Wir wollten nicht weit weg, nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Sprinttour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Hey. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Oh. Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Da sind neue Masken. Neue Masken. Und das sind nur Helme. Ich ergebe mich! Okay, Entschuldigung. Ich hab dich nur ein bisschen... damit du schön schläfst. Das tut mir jetzt leid. Er wollte sich ergeben und... Na, das wäre bestimmt ein guter Kumpel geworden. Nimm ihn doch als Schutzschild. Warum nimmst du ihn denn nicht? Oh. Naja, ich glaube, die Kugeln hätten glatt durchgeschlagen, ha? Huh? Ach was. Jetzt kommt näher. Einer 13 in Bereitschaft. Einer 13. Achtung. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Ich weiß doch nicht, was habe ich denn hier in der Hand? Ich dachte, das wäre irgendwas mit Feuer oder... Und die Lok vorne ausschalten. Ach, ja. Auf mein Zeichen! Ich zähle bis drei! Wisst ihr, was ich machen möchte? Machen Sie sich bereit für die Bremsung! Ich möchte die loskoppeln. Warten Sie! Jetzt! Artyom, beeil dich! Hier wird es ernst! Was zum Bremsen! Sofort bremsen! Stopp, ihr Arschlöcher! Die Bremsen funktionieren wieder! Gott verdammt! Hier stirbt man aber schnell irgendwie.
am Anfang. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Wir müssen noch mal da durch. Wir haben doch schon... Oh. Wieso können die nicht da drüben speichern? Das kennen wir doch jetzt schon. Achtung! Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Ich würde die abkoppeln hinten. Kann man das nicht hier? Auf mein Zeichen! Ja. Hoppla. Entschuldigung. Hätte ja sein können, dass man da vorbei kann weiter. Jetzt kommt näher! Einer 13 in Bereitschaft! Auch noch. Achtung! Wackel! Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Deine Lakaien, deine Tochter, ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Sicher schieße ich persönlich in die Schmerzen! Halt! Mach weiter Geld aus dem Ding! Feuer frei! Achtung, nimm dir doch eine Gasmaske von denen. Die sind doch alle noch in Ordnung. Sterbe! Weil die Arschlöcher eingeschlafen, sie sind bereit. Nicht schießen! Nicht schießen! Nein! Ich gehöre nicht. Platziere die Bombe so nah wie möglich am Kessel. Und das geht nicht gut. Ach so, da vorne kommen sie. Halt dich fest! Halt dich doch! Er hält sich fest, okay. Zieh mich rauf! Warte! Rauf! Ey, das mache ich nie wieder, ey! Zu nah! Ah, doch, es geht. Gott sei Dank geht es dir gut. Ja. Wisst ihr, was ihr mich alle mal könnt? Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Ihr? Ja, vielleicht auch ihr, ja. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Warum die Trauer? Wir
sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir... Seid doch mal ruhig! Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungs... Oh, weißt du was? ...von den unsichtbaren Beobachtern. Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Musik? Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten geht es dann nicht zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung ist, Hallo. Wenn wir diese Arche finden? Ich kann gar nichts verstehen, seid endlich ruhig! Hört mal alle her! Bereich 1-8-5. Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1-8-1-1-7. Wo soll diese Nummer sein? Bereich 1-8-5. Nur indem also, wir zusammenhalten, können wir alle Hürden überwinden. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles. Verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich... Meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's?
Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns an. Schrotthaufen. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Hier, Mark, Volldampf voraus. Das ist eine Karte. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Arjosch? Oh, Alter. Ich hätte einen Pfeil von Abo erwartet. Stattdessen hat mich eine Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenn dich doch. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen, durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja, das werden wir herausfinden, liebe Welt da draußen, aber nicht mehr in dieser Folge, denn diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.